Willkommen zur Top 5 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Ja, liebe Zuschauer, wir haben mal wieder einen Blick in unsere Abteilung Statistik geworfen und werden uns heute mal ein wenig mit den beliebtesten Kameras hier bei Pearl TV auseinandersetzen. Und das ist auch gut, dass wir das tun, denn wir sind mittendrin in der Ferienzeit und der ein oder andere plant sich ja auch nochmal einen schönen Urlaub. Und da ist es doch immer schön, wenn man vielleicht auch zwischendurch ganz einfach mal kurz zu Hause gucken kann, was ist da Sache. Denn manchmal hat man so ein komisches Bauchgefühl und dem sollte man meines Erachtens auch ein Stück weit folgen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie günstig und vor allen Dingen hochkarätig für Entspannung sorgen können mit unserer Top 5 aus dem Bereich Kameras. Und beginnen werden wir logischerweise mit Platz Nummer 5 für Sie. Ein Full-HD-Camcorder, liebe Zuschauer, ist das Erste, was uns jetzt begegnen wird. Hat natürlich weniger was mit Sicherheitsaspekten zu tun, sondern vielmehr mit schönen Aufnahmen, die man im Urlaub, aber eben auch mal bei Festivitäten zu Hause, bei allgemeinen Gelegenheiten machen kann, Ralf. Und ein Camcorder sollte jeder haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil die meisten filmen heutzutage Urlaub oder irgendwelche Begebenheiten mit dem Smartphone. Aber was ist dann? Zwei Riesenprobleme. Erstens mal ist der Winkel begrenzt, ganz, ganz klar, sind sogar drei Probleme. Zweitens die Karte, die Speicherkarte ist oft voll, weil ich da ja auch andere Sachen drauf habe. Und drittens die Akkuleistung. Ja, ich möchte ja später noch telefonieren oder angerufen worden und irgendwann blinkt dann mal das Lämpchen und sagt, häng mich irgendwo an. So, und deshalb ist es immer von Vorteil, eine solche Kamera mitzunehmen. Mit der mache ich jetzt Full-HD-Aufnahmen und auch Fotos in allerbester Qualität. Und das Ganze mit einem Sony-Bildsensor mit 8 Megapixeln. Und da sehen Sie das mal. Achtfach Digital-Zoom haben wir genauso. Und hier kann ich wirklich Full-HD-Aufnahmen mit 30 Frames pro Sekunde, also 30 Bilder pro Sekunde und bei HD sogar bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Schön ist es, bedienbar, ganz, ganz einfach, so wie es uns Carsten jetzt zeigt, über dieses Touch-Display. Das ist ein resistives, das heißt leichter Druck, also nicht, dass Sie aus Versehen draufkommen und sagen, oh, jetzt habe ich das Menü wieder verstellt. Das kann hier nicht passieren, aber wir haben ganz, ganz viele Optionen, wie Weißabgleich, wir haben Selbstauslöser drin, wir haben hässliche Fotos drauf, nee, das war ich. Halt, nein, die Fotos sind genauso schön, wie Sie die machen. Motiv ist austauschbar. Aber Carsten, was mir hier gefällt, ist erstens mal das Gewicht. Du hast weit unter, hast du gerade ein Video gemacht? Aber selbstverständlich. Ich habe eine Karte drin, selbstverständlich habe ich die aufgenommen. Und die habe ich mir gedacht, mache ich mal den Philipp und nehme dich einfach mal hier in die Kamera 1, liebe Lein. Guck mal hier, zack. Und Ton ist natürlich auch dabei, klar, beste Qualität. Ja, und das Schöne ist, fast kein Gewicht, der wiegt weit unter 200 Gramm. Das ist absolut keine Belastung, den ganzen Tag mitzunehmen. Und mit der Handschlaufe ist auch sehr bequem zu tragen. Und vor allem, ich kann ihn bedienen mit einer einzigen Hand, mit dem Daumen. Also ich mache auf, dann geht es automatisch an und drücke dann mit dem Daumen aufs Start. Und oben auf dem Gehäuse kann ich dann den Zoom noch einstellen. Natürlich viele, viele Optionen, verschiedene Filter sind hier drin. Mhm. Wir haben natürlich auch mit diesem, also unglaubliche Möglichkeiten, hier auch aufzunehmen, auch mit dem Selbstauslöser natürlich mich selber mal filmen. Ja. Und hier sehen wir die Aufnahmen. Ja, auch wenn das Wetter hier nicht so schön war, du siehst mal, was für eine Bildqualität hier gemacht wird. Und gerade flüssige Aufnahmen, schau mal hier, also wirklich auch von der Framerate super gemacht. Gerade im Full-HD-Bereich muss man ein bisschen aufpassen, dass man genügend Bilder pro Sekunde bekommt, gerade bei Regen, Schnee oder bei beweglichen Elementen. Und das kriegt der locker hin. Ja, richtig. 30 Bilder bei Full-HD pro Sekunde, 60 Bilder sogar bei HD-Auflösung. Aha. Und hier einfach noch eine Speicherkarte rein, eine SD-Karte. Und was hier auch noch schön ist, du kannst auch direkt das, was du aufgenommen hast, jetzt ohne andere Gerät oder ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel, kannst du per HDMI direkt an den Fernseher anschließen. Dann kannst du es dort nochmal laufen lassen. Hast hier also im Prinzip auch ein Abspielgerät drin. Kannst es natürlich auf dem Monitor hier direkt anschauen. Aber wenn dir das zu klein ist, dann machst du es einfach auf den großen Fernseher oder sogar auf den Beamer. Ja, durch den HDMI-Anschluss ist das kein Problem. Ja, ich zeige dir mal gerade die Anschlüsse, liebe Zuschauer. Natürlich zum Laden des Akkus und eben um das HDMI-Kabel anzudocken, ist natürlich alles komplett im Lieferumfang enthalten. Super ist natürlich hier dieses auf Berührung reagierende Display, Ralf. Und ich habe mir sagen lassen, das kann ich also auch gerne, wenn ich das möchte, per Applikation steuern. Die Applikation ist kostenlos. Richtig. Ist natürlich super, wenn ich so eine Kamera mal ausrichte und zwischendurch mal ein paar Bilder oder mal ein paar Videos machen möchte. Zum Beispiel auf einer Party oder bei einer ganz besonderen Gelegenheit. Da muss ich die nicht die ganze Zeit in der Hand halten und kann trotzdem ein paar schöne Aufnahmen ausrichten machen. Ist auch ein tolles Stichwort, weil du richtest das zum Beispiel auf einem Stativ aus, da haben wir das Gewinde.
Spiele drin. Und jetzt kannst du wirklich mit der App ein paar Meter, also weggehen und vom Smartphone aus dann diese Kamera auch nochmal bedienen. Das geht auch. Und wenn es dunkel wird, machen wir einfach das Licht an, so wie es Carsten jetzt gerade gemacht hat. Also es ist eine unglaublich umfangreich zu nutzende Kamera. Und jetzt nicht nur im Urlaub. Das ist ja jetzt keine Kamera, die du im Urlaub mitnimmst und den Rest des Jahres liegt sie im Schrank. Nein, du gehst auf Sportveranstaltungen, du gehst ins Schwimmbad, du gehst auf eine Hochzeit, auf eine Taufe. Es gibt so viele Momente oder Geburtstag, wo du eben, die du festhalten möchtest. Und das kannst du hiermit problemlos. Und zwar jetzt nicht um... Kennst du das, wenn alle dastehen mit ihrem Smartphone in der Hand und dann haben sie es immer so mit Fingerspitzen in der Hand, dass sie nicht irgendwie vor die Linse kommen. Und dann, kommen. Nicht wackeln, und dann sowas, ne? Im spannendsten Moment, wo du gerade filmen willst, dann heißt Speicherkarte voll oder Akku bitte Murphy, anhängen. Ja? Und das passiert dir eben hier nicht. Du hast keine anderen Bilder, du hast nur die Fotos und die Videos, die du hier drauf machst. Alles andere bleibt dir auf deinem Smartphone. Und du kannst sogar vom Smartphone aus jetzt trotzdem die Kamera steuern mit der kostenlosen App, also Applikation. Das ist doch genial, liebe Zuschauer. Ein kleines, kompaktes Gerät und ich musste nicht einmal in die Bedienungsanleitung schauen. Das ist alles selbsterklärend. Und das für diesen Satz für noch nicht mal 90 Euro. Ein Camcorder sollte jener haben, ganz besonders einen, der einen richtig guten Sony-Bildsensor hat und das Ganze also auch noch in dieser tollen Auflösung. Spitzenklasse, oder? Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich glaube, da haben wir dem einen oder anderen einen richtig guten Wunsch erfüllt. Das war Platz Nummer 5 aus dem Bereich der Kameras, liebe Zuschauer. Wir gucken mal, was unseren Kunden denn auf Platz Nummer 4 ganz besonders gut gefällt. Ja, das Thema Smartwatches, also internetfähige Armbanduhren, ist natürlich jetzt vor ungefähr 3-4 Jahren topaktuell geworden, als die amerikanischen Hersteller damit kamen. Denn heutzutage ist ja mehr oder weniger alles smart mit dem Internet verbunden. Autoradios, Kühlschränke mittlerweile, Fernseher sowieso, Handys, Tablet-Computer, Laptops und so weiter. Warum nicht also auch mal eine coole Armbanduhr, Ralf? Aber 200 Euro will ich dafür nicht gerade auf den Tisch legen. Das ist richtig. Also hier kommen wir es wesentlich günstiger. Das sehen Sie schon, 33,16 Euro. Jetzt sind wir aber erstmal bei der Kamera. Wir haben ja Top 5 Kameras. Richtig. Hier ist nämlich eine Kamera verbaut und ich kann jetzt vom Handgelenk wunderbare, hochauflösende Fotos und auch Videos drehen. Aber das ist nur eine Option. Natürlich eine richtig schicke Armbanduhr, aber... Jetzt kann ich auch ganz autark, ohne Fremdgerät, mit dieser Uhr telefonieren, indem ich einfach eine SIM-Karte einlege. Ja. Das ist vertragsfrei. Also ganz egal, welche SIM-Karte. Ich kann sogar eine Zweitkarte von meinem bestehenden Vertrag zum Beispiel einlegen. Super. Das ist schön, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich als Handwerker auf der Baustelle bin oder als Radfahrer eben trotzdem erreichbar sein will, selbst beim Autofahren als Freisprecheinrichtung zu nutzen. Das ist die dritte Funktion, also Uhr, Kamera und autarkes Telefon. Aber jetzt, wenn wir einmal drüber wischen, sehen wir, das funktioniert eigentlich wie, da haben wir die Uhr, das da haben wir das Telefon mit den Daten, die hinterlegt sind. Und wenn wir jetzt noch einmal drüber wischen, dann brauchen wir uns nicht anrufen, dann kommen wir zu einer weiteren Option. Da sind wir auch, da sehen Sie es. Wenn ich jetzt meine Uhr mit dem Smartphone verbinde, habe ich auch eine Smartwatch. Das heißt, ich bekomme hier drauf meine Push-Nachrichten, also WhatsApp, Facebook, Twitter, können auch E-Mails sein und Ähnliches. Die Anrufe kann ich entgegennehmen, statt Smartphone in die Hand zu nehmen, hier. Also hast du jetzt auch zusätzlich die Möglichkeit, hiermit über Smartphone zu telefonieren, über Bluetooth natürlich. Also das ist so umfangreich und... Wir kommen in der Zeit fast gar nicht dazu, alles zu nennen, weil hier ist auch noch die wichtigsten Funktionen eines Fitnessarmbandes sind auch noch hinterlegt. Also Schrittzähler, das heißt, und so weiter. Schrittzähler, ne? Kalorien, Strecke, Bewegung, das wird alles gemessen. Wir haben ein Altimeter drin, also ein Höhenmessgerät, ein Thermometer haben wir drin. Also du siehst, das ist so umfangreich und da ist die Kamera natürlich mit dabei. Und weil wir in der Top 5 Kamera sind, nennen wir das nochmal im Prinzip sogar zwei Kameras. Ja. Weil du einmal die Kamera hier am Handgelenk benutzen kannst und zum anderen, aber auch deine Kamera auf dem Smartphone hiermit fernsteuern kannst. Auch wieder für die eigenen Bilder. Du stellst es irgendwo hin, dein Smartphone, nachdem es mit Bluetooth verbunden ist und hast jetzt 10 Meter Platz wegzugehen und kannst dir dann einfach mal anschauen, wie sieht das Motiv jetzt aus. Da ist die zweite Kamera. Ich habe jetzt kein Handy gekoppelt, deswegen normalerweise ganz einfach am besten mit einem Android-Handy koppeln und dann habe ich hier den Fernauslöser, muss also nicht auf 3 oder auf 10 Sekunden gehen, sondern kann dann die Aufnahme ganz einfach abschießen, wenn ich dann soweit bin, in Position stehe oder alle anderen eben auch bereit sind. Das ist nochmal eine coole Variante, Ralf. Hör mal, 33,16, das kann doch nicht unter Ernst sein.
Fantastischer Preis für ein wunderschönes Uhrenmodell, allein schon von der Qualität top und natürlich jetzt hier entweder ohne Handy oder mit Handy zu nutzen, ohne Handy sämtliche Offline-Funktionen mit Handy, natürlich auch mit der Internetanbindung als Smartwatch-Variante und das für 33,16 Euro. Ich habe selber so ein Modell, liebe Zuschauer, und ich sage Ihnen ehrlich, ich bin schlicht und ergreifend begeistert. Ich höre mal Musik, ehrlich gesagt, über den Ordner meines Handys. Ich habe die Uhr am Handgelenk und da geht das Putzen also ein bisschen leichter von der Hand. Mein Sohn schwört drauf, mein Trauzeuge schwört drauf. Er hat eine zu Weihnachten bekommen, ist ebenfalls total begeistert. Also man muss nicht gleich 200 Euro oder mehr auf den Tisch legen für eine richtig schöne Smartwatch. Die gibt es bei uns für knapp 34 Euro, liebe Zuschauer. Das war Platz Nummer 4. Jetzt gehen wir mal aufs Treppchen und schauen uns mal an, was unsere Kunden denn auf Platz Nummer 3 aus dem Bereich der Kameras gewählt haben. Und da haben wir etwas, Ralf, da muss ich zugeben, da habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als ich gesehen habe, was denn hier unterm Strich für einen Preis verlangt wird. Aber fangen wir vorne an. Wir haben eine Kamera, mit der ich jederzeit einen kompletten Raum überwachen kann. Da denke ich an ein wesentlich größeres Kameraobjekt als so etwas Kleines hier. Du hast anfangs gesagt, komisches Gefühl. Nachschauen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Angenommen, das wäre mein Zuhause. Was macht man denn heutzutage? Man ruft vielleicht die Nachbarin an und sagt, könntest du mal rübergehen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Das brauche ich hier nicht. Diese Kamera an der Decke installiert und der kleine schwarze Punkt, das ist das Objektiv. Und jetzt haben wir hier eine 360-Grad-Ansicht. So ist das schon toll, aber jetzt schauen Sie mal, was ich hier alles machen kann. Ich kann in jeden Winkel des Raumes absolut ohne toten Winkel hineingehen und sogar hineinzoomen und kann mir alles genau anschauen. Und das weltweit. Ich muss die Kamera einfach nur in mein WLAN anbinden. Da einen kleinen Tipp für die Herren, wenn sie es installieren, bitte die Bedienungsanleitung lesen und Schritt für Schritt genau so machen, wie es da beschrieben ist. Dann ist es ein Kinderspiel, die zu installieren. Und jetzt kannst du eben jederzeit nachschauen. Auf deiner App, das kann ein Tablet sein, das kann natürlich auch ein Smartphone sein. Dabei ist egal, ob es iOS oder Android betrieben ist. Ja. Und es ist auch egal, wie vielen Leuten du Zugang gibst. Du musst natürlich die Koordinaten, also die Zugangsdaten freigeben. Moment, das heißt, ich kann nicht nur alleine mal reinschauen, ich kann auch noch anderen die Möglichkeit geben, da jetzt mal auf die Kamera zuzugreifen und vom anderen Ende der Welt aus ganz einfach mal zu gucken, was da in diesem Raum gerade passiert. Richtig, du kannst so vielen Leuten, wie du willst, und die können auch bis zu 20 und mehr können da gleichzeitig drauf und können sogar Bilder abgreifen in verschiedenen Positionen. Jeder kann in einen anderen Winkel schauen. Das auch also, der eine schaut nach rechts unten in den Raum, der andere nach links oben. Das ist alles möglich mit einer einzigen Kamera? Das ist alles möglich. Wow. Und wir haben hier jetzt auf dem Smartphone, wir haben da oben haben wir einfach mal eine Kamera installiert und hier habe ich jetzt auf dem Smartphone diese Applikation und da sehen wir jetzt Diana, die gerade läuft. Guck mal, die sitzt zwar hinten, aber ich kann auch noch den ganzen Rest anschauen. Schau mal, da sitzen wir, Carsten winkt uns gerade, gehen wir mal ein bisschen näher dran. Guck mal, das ist wie so ein Kameraarm, der jetzt hinfährt. Schau mal, ich kann das sogar ganz groß machen. Gucken wir mal, da ist er, unser Carsten. Schau mal hier, zack. Und das ist eben das Phänomenale. Und hier jetzt im ganzen Studio herumschauen und so kannst du das eben zu Hause machen. Und Überwachungskameras, Überwachungssysteme, die waren früher unglaublich hochpreisig. Da ist Diana, die uns zuwinkt. Ja, aber heutzutage ist das einfach wunderbar und vor allem bezahlbar. Die installierst du. Das ist ja gerade der Punkt, weil wenn man 66,41 für eine Kamera, auf die mehr oder weniger nahezu jeder zugreifen kann, der Benutzername und Passwort hat und dann auch noch in unterschiedliche Winkel rein, das ist ja ein Knaller. Das ist wirklich ein Knaller. Jetzt musst du natürlich nicht ununterbrochen im Urlaub dein Smartphone angucken. Oh, kommt da jemand, ist da was? Mhm. Sondern die App ist intelligent. In der Kamera selber ist ein Bewegungssensor drin und der reagiert sofort, wenn sich irgendetwas tut, wenn Sie es eingestellt haben. Dann beginnt sofort die Aufnahme, weil in der Kamera haben wir auch noch einen Speicherplatz, bis 64 GB. Legst du da eine Micro-SD-Karte ein, da wird es gespeichert und du bekommst gleichzeitig Nachricht auf deine App, da hat sich was bewegt. Und jetzt kannst du entweder live, also direkt drauf gehen, kannst schauen, was los ist, oder kannst auch im Nachhinein auf die aufgenommenen Bilder zugreifen. Also auch wenn ich mal so einen Alarm verpassen würde oder was, dann sehe ich es vielleicht eine Stunde oder zwei später auf dem Handy, habe ich auf jeden Fall die Aufnahme auf der Karte noch drauf. Und das Einfache, wie einfach das zu bedienen ist, wie schön ich hier reinzoomen kann. Ich kann mir im Prinzip jeden Fussel anschauen. Schauen Sie, nochmal, das ist die 360-Grad-Ansicht. Hier sitzen wir jetzt gerade, da sitzt Carsten, da sitze ich und da können
können wir jetzt überall hin. Guck dir das an. Und guck mal, mit einer Handbewegung gehe ich durch den ganzen Raum, kann mir alles anschauen. Wenn mir was Spanisch vorkommt, hier unser Kameramann, der Philipp, wie er sich gerade streckt, dann zoome ich einfach noch ein bisschen näher ran. Wir grad, Philipp, und sagen wir so geht dann weiter. Guck mal, und da sitzen wir wieder, wir beide. Und der Carsten winkt wieder. Ja, und da sehen Sie, das ist jetzt ein Live-Bild von unserer Kamera, könnte aber auch in Ihren Geschäftsräumen, in Ihrem Büro, in Ihrem Wohnzimmer hängen. Und dann ist dieses Bauchgefühl. Weißt du, oftmals versaut man sich schöne Stunden, weil man ein komisches Gefühl hat. Ja. Ist zu Hause, komm, lass uns nachschauen. Komm, wir gehen jetzt schon rein. Ich bin da sehr sensibel für und häufig habe ich recht mit dem, und das muss was nicht, ich da so fühle. Muss nicht immer Urlaub sein, das kann ein Kino- oder Theaterbesuch sein, wo du 3-4 Stunden zu Hause bist. 10, 15 Minuten unbeobachtet reicht schon aus. Manch einer ist so dreist und steigt mal eben durch so eine vergessene Balkontür oder sowas ein. Der klaut dir mal eben einen DVD-Rekorder oder geht dir mal eben an die Schublade ran und klaut dir so ein schönes Erbstück, was vielleicht ein paar hundert Euro wert ist. Also das geht so ruckzuck, da hat man sich noch nicht umgeguckt. Da ist es schon passiert, liebe Zuschauer. Und damit haben Sie volle Sicherheit und das für gerade mal 66,41 €. Ralf hat recht, wenn Sie sie zu Hause ins Netzwerk integrieren, ist das aus unserer Sicht her so einfach wie ein Handy zu integrieren mit Benutzernamen und Passwort. Schauen Sie trotzdem vielleicht zu Ihrer eigenen Sicherheit einfach noch mal kurz in die Bedienungsanleitung rein. Ist meines Erachtens alles selbsterklärend, aber einen Blick riskieren schadet bestimmt nicht. Tote Winkel gibt's nicht mehr, die Aufnahmequalität ist Spitzenklasse und mit dem weltweiten Alarm und dem weltweiten Zugriff sind Sie hier nun wirklich auf der absolut sicheren Seite. Und das für 66,41 €, das kann man wirklich nicht oft genug betonen. In dieser Qualität, auch in dieser Größe und mit diesen Möglichkeiten ist das meines Erachtens definitiv einer unserer absoluten Preis-Leistungssieger. Ich glaube, im vorletzten Katalog zum ersten Mal gesehen war unsere Programmreihe. Wir mittlerweile schon 2 oder 3 Mal komplett vergriffen. Ja, es ist auch so einfach und so wirklich so komplex, weil man fühlt sich oft unsicher oder man hört es auch immer öfter mit Einbrüchen. Ja? Und dann habe ich wenigstens Aufnahmen der Übeltäter und der da auch informiert, kann dann unter Umständen rechtzeitig die Polizei rufen. Ja, ganz genau. Und häufig sind es auch mitunter schon mal Leute, die man schon mal hier und da gesehen hat. Auf jeden Fall hilft man der Polizei bei der Ermittlungsarbeit, liebe Zuschauer. Und Sie sind im Urlaub auf der sicheren Seite. Wenn Sie ein komisches Gefühl haben, mal kurz gucken, ist alles in Ordnung. Da kann der Tag sonnig und schön mit Sand und mehr weitergehen. Das war Platz Nummer 3, liebe Zuschauer. Jetzt wird es langsam richtig spannend. Wollen wir doch mal gucken, was unsere Zuschauer und unsere Kunden denn auf Platz Nummer 2 gewählt haben aus dem Bereich der Kameras. Ja, Ralf, wir reden natürlich jetzt von Kameras. Wir reden von verschiedensten Möglichkeiten, ob das der Camcorder zu Beginn war oder jetzt gerade die Überwachungskamera. Aber du willst doch jetzt nicht extra ein Kerzchen anmachen oder was? Wir reden über Kameras. Ich wollte dir jetzt eine Kerze anzünden oder Ihnen sagen, dass nicht immer alles so ist, wie es aussieht. Was hier jetzt absolut aussieht wie ein ganz normales Einweg-Gasfeuerzeug, ist bei weitem mehr. Weil, wenn wir hier mal genau hinschauen, hier unten, das hier ist nicht zum Gas nachfüllen, sondern das hier ist eine Linse. Und das heißt, hier drin steckt eine Kamera. Ich darf dir mal eine Kamera geben. Gerne. Mit flüssigen Bildern. Und ich glaube, das Geheimnis wird klar, wenn ich... Oh, Preisalarm. Das heißt, wir haben hier... Oh, nochmal. Guck mal. 10 Euro. Auf 10 Euro haben wir die reduziert. Das kann in jeder Sendung passieren, dass Sie so einen Preisalarm erleben und dann gleich anrufen und wirklich 10 Euro für so eine Kamera. Was sehen wir da? 26,90 Euro, der reguläre Preis. Da sparen wir nochmal 16,90 Euro. Das ist der Hammer für 10 Euro. Und jetzt müssen wir... Da sehen wir es. Ja? Würdest du jetzt wissen, was ein Feuerzeug ist und was nicht? Ja gut, das kommt jetzt von mir, das Grüne jetzt hier. Das ist ein typisches Dreierpack gewesen. Ja, haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen aus dem Discountermarkt. Und daneben dann eben das Feuerzeug bzw. der Camcorder im Look eines Feuerzeugs. Ganz ehrlich, die beiden sehen sich mal unabhängig von der Farbe zum Verwechseln ähnlich. Ich würde nicht auf die Idee kommen, dass hier eine Kamera drin ist. Ich würde vielleicht sagen, okay, Gas ist alle oder ja, funktioniert so. Ohne weiteres jetzt nicht unbedingt, ist egal. Aber dass es eine Kamera ist, das wäre mir jetzt wirklich nicht aufgefallen. Und jetzt kannst du wunderbare Bilder machen. Hammer. In flüssiger Qualität, nämlich 30 Frames pro Sekunde. Und das mit einer Speicherkarte, die hier einfach reinkommt. Und guck mal, wenn ich das jetzt abziehe, haben wir hier wie einen USB-Stick. Das heißt, die gespeicherten Aufnahmen kannst du direkt in den Computer einspielen, ohne großen Aufwand. Ja. Und das ist eben schön, um unauffällige Bilder mal zu machen, vielleicht von einer Party oder Ähnlichem. Und da sehen wir sogar den Beifahrer mal, je nachdem, wie du fährst, dass du den mal filmen kannst. Aber so einfach kann es sein, wirklich tolle Aufnahmen zu machen. Akku hält auch 2 Stunden. Also du kannst
jetzt richtig schöne Partybilder damit machen. Guck mal, hier kommt unser Vandal, unser Hausmeister, der Jakob. Ich wusste doch, dass der die Delle in der Tür zu verantworten hat. Was ein Glück, dass wir eine Kamera im Auto hatten, oder? Natürlich kann man die auch als Webcam nutzen, liebe Zuschauer. Das Ladekabel dient auch gleichzeitig als Verbindungskabel zum Rechner, ganz klar. Sie können aber auch gerne das Ganze als Speichermedium, einfach als USB-Stick verwenden, wenn Sie das möchten. Und die Aufnahme ist rucki-zucki gestartet. Einfach kurz auf ein Knöpfchen drücken und dann startet die Aufnahme natürlich auch mit Ton, wenn Sie wollen, mit Datum und Uhrzeit ebenfalls noch dabei im Preisalarm für gerade mal 10 Euro. Das ist natürlich ein Spitzenangebot, liebe Zuschauer, mit der PX2255 und der 569. Aber Sie sind zu Recht genauso gespannt wie wir auch, was unsere Kunden denn auf den ersten Platz gewählt haben. Wir schauen uns mal das Highlight an aus dem Bereich der Kameras. Platz Nummer 1 für Sie. Hat mich nicht wirklich überrascht, Ralf, sage ich dir ganz ehrlich. Diese Full-HD-Rückspiegel-Dashcam jetzt hier auch noch in Verbindung mit einer Rückfahrkamera. Eigentlich müssen wir über zwei Kameras reden, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Habe ich im Vorgängermodell getestet, weil ich mal wissen wollte, wie funktioniert die. Ist die also auch wackelfest, wenn ich mal über einen unebenen Boden fahre, über Kopfsteinpflaster oder sowas. Ja, und ich war schwer angetan. Die hat super gehalten, hat eine super Bildqualität abgeliefert. Und das war noch eine Qualitätsstufe drunter. Die ist noch ein bisschen besser geworden. Ja, hier. Also Dashcams, ich glaube, der Wert von Dashcams ist jedem bewusst. Das ist hier eine richtig schöne, die unsichtbar ist im Prinzip, weil sie im Spiegel verborgen ist. Ja. Sie sehen es auf der Rückseite. Der wird ganz einfach mit Gummiclips hier an Ihrem bereits vorhandenen Spiegel installiert und somit die Aufnahmen. Wunderbar, weil ich hier noch mehrere Funktionen habe. Da sehen wir, wie einfach das ist. Ja. Ich habe erstens mal einen größeren Spiegel, also einen Panoramaspiegel. Ja, also toter Winkel und so weiter wird definitiv kleiner. Super beim Kombi oder bei einem SUV, wenn du da so ein paar Stellen hast, die du nicht gut einsehen kannst. Zusätzlich habe ich diese Full-HD Dashcam, die jetzt wirklich jeden Meter, den ich fahre, aufnimmt. Ja. Natürlich auf einer Micro-SD-Karte, die bitte noch extra bestellen. Und ich habe hier jetzt aber auch im Spiegel drin eine Freisprecheinrichtung. Das sehen wir an dem kleinen Telefonhörer, der hier unten ist. Aber also Smartphone mit per Bluetooth koppeln und dann kann ich ganz automatisch damit mit den Händen am Lenkrad, so wie es der Gesetzgeber fordert, mit vollem Blick auf den Verkehr auch meine Telefongespräche führen. Genau. Und jetzt haben wir aber noch ein Highlight. Das sehen wir hier. Und zwar hinten über dem Nummernschild. Da kannst du diese kleine Rückfahrkamera installieren. Und jetzt hast du gar keinen toten Winkel mehr, weil, wenn du es richtig installiert hast, das heißt, das Kabel an die Rückfahrscheinwerfer dran gemacht hast, dann geht, sobald du den Rückwärtsgang einlegst, geht diese Kamera an, projiziert das Bild auf deinem Spiegel. So sieht das aus hier? Ja, und du brauchst dich nicht mehr mal umdrehen. Oh, diese Pfähle oder Steine oder so ähnliches kennen wir alle. Ja? Und da kannst du auf den Millimeter drauf hinfahren. Sobald du den Rückwärtsgang anmachst, dann ist das eben zu sehen in deinem Rückspiegel. Und jetzt, ich sage jetzt mal, das sind nur feststehende Sachen. Da gibt es höchstens mal einen materiellen Schaden. Aber kleine Kinder, Kinderwagen, Hunde, Katzen, die siehst du ja alle nicht, wenn die hinterm Auto sind. Nee. Ja? Wenn die so in Kofferraumhöhe sind, hast du keine Chance. Und jetzt, sobald du den Rückwärtsgang reinmachst, siehst du das nach hinten. Also nochmal, wir haben einen Panoramaspiegel. Wir haben natürlich eine Full-HD Dashcam, die jeden Meter, den wir vorwärts fahren, aufzeichnet. Und wir haben eine Freisprecheinrichtung drin. Und weil es noch nicht genug ist, haben wir auch noch eine Rückfahrkamera. Und solche hochwertigen Rückfahrkameras, die kriegst du allerhöchstens mal in der Luxusklasse bei Autos. Definitiv. Und zahlst dann auch noch mal einen enormen Aufpreis. Hier ist er einfach mit drin. Relativ einfach zu installieren. Man muss sich ein klein wenig Zeit nehmen, um die Geräte miteinander zu verbinden. Aber ich denke, so ein bisschen basteln tut ja auch gut. Und das hat man ruckzuck drin. Und das hier sehen Sie jetzt in der Dashcam sehen Sie jetzt die Rückfahrkamera, die hier im Lieferumfang enthalten ist. Sämtliche Bedienungsanleitungen natürlich dabei, wie was funktioniert. Und dann wird es absolut zum Kinderspiel. Und du machst aus einem Mittelklasse-Auto, sage ich jetzt mal, einen Luxuswagen. Also ich bin schwer beeindruckt, liebe Zuschauer. Und das für gerade mal 123,41 €. Ich wiederhole mich gerne, wenn ich Ihnen hier nochmal verrate, dass ich das Vorgängermodell getestet habe auf dem Weg nach Hause, knapp 500 Kilometer von hier aus, vom Studio aus, bis nach Köln, bis in den Kölner Westen hinein. Und da waren also wirklich fantastische Aufnahmen dabei, so in die untergehende Sonne hinein. Da habe ich so ein paar Baustellen noch mit drauf gehabt. Aber eben auch mal bei einer unruhigen Straße gestochen scharfe Bilder. Und das war noch der Vorgänger, der konnte noch kein Full-HD abliefern hier. Der kann das hier in hervorragender Qualität, nach hinten raus VGA-Qualität. Aber ich denke, um Hindernisse zu erkennen, ist die Bildqualität super. Mit Freisprecher drin und allem drum und dran. Wenn ich möchte, kann ich speichern, Fotos auch machen. Und das geht bei allen handelsüblichen Rückspiegeln, Ralf. Ja, das passt auf
alle handelsüblichen Rückspiegel einfach drauf. Und auch die Presse hat sich geäußert zu unserem Set. Empfehlung der Redaktion, und zwar im Mai diesen Jahres. Aha. Die Dashcam von Navgear liefert zum günstigen Preis ein tolles Komplett-Dashcam-Set fürs Auto, das die Sicherheit im eigenen Auto verbessert und zudem relevante Bilder im Falle eines Unfalls liefert. Das ist auch noch sowas. Klar mache ich schöne Aufnahmen, aber wenn es mal zu strittigen Situationen oder gar zu Unfällen kommt, habe ich einen unbestechlichen Zeugen. Und mittlerweile gibt es mehrere Urteile bundesweit, unter anderem auch vom Oberlandesgericht Stuttgart aus dem Jahr 2016, dass Aufnahmen, also relevante Aufnahmen, vor Gericht als Beweismittel zugelassen werden können. Das ist mal was ganz, ganz Wichtiges übrigens. Mehrere Gerichte haben so entschieden. Ein Grundsatzurteil gibt es noch nicht, aber alle haben so entschieden, dass man es zulassen kann im Einzelfall. Das wird natürlich geprüft, aber im Normalfall, wenn das relevant ist, ja, wenn dir jemand einen Vogel zeigt, dass es auf Dashcam, wird das kein Richter der Welt anschauen. Aber wenn es wirklich um strittige Situationen geht, dann wird man da reinschauen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Unfall hast. Also Unfall ist schon schlimm, aber wenn du unschuldig einen Unfall hast und bekommst dann die Schuld zugesprochen, das ist noch schlimmer und das ist natürlich super ärgerlich. So, ja, was willst du machen, wenn du jetzt alleine im Auto sitzt und da passiert wirklich mal ein kleines Malheur, der andere hat gepennt, fällt in die Kiste rein, ja, und da steigen vier Mann aus. Sie sagen natürlich exakt das Gegenteil von dem, was Sie da eigentlich behaupten. Rucki-zucki stehen Sie beim aufnehmenden Beamten im Unfallprotokoll auf Position Nummer 1 und damit sind Sie der Schuldige. Und wenn es dann ums Hauen und Stechen geht und zur Gerichtsverhandlung geht, dann versuchen Sie das mal zu beweisen. Mit so einer Aufnahme können Sie das. Und unabhängig davon müssen Sie nicht immer über schöne Urlaubserlebnisse reden. Sie können sie jetzt natürlich auch zeigen und Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie mal kurz telefonieren wollen. Ganz einfach vor Fahrtantritt koppeln das Handy und dann haben Sie eine super Sprachqualität. Ja. Schönes Modell für 124 Euro knapp. Eine echte Kaufempfehlung. Absolut. Ja. Liebe Zuschauer, das waren unsere Top 5 der Kameras. Und wir freuen uns natürlich jetzt an dieser Stelle auf Ihre Bestellung. Wir haben Ihnen ein paar Trends gezeigt, ein bisschen was zur Sicherheit, ein bisschen was für den Straßenverkehr, ein bisschen was zum Spielen mit dem Feuerzeugcamcorder. Und wir würden uns freuen, wenn wir da Ihre Bestellung entgegennehmen dürfen. Die Leitungen sind frei, die 0180 51 51 und 3x2. Gerne können Sie bei uns natürlich auch online bestellen. Und wissen Sie was? Wir beide, wir würden uns jetzt mal richtig freuen, wenn Sie jetzt einfach die Finger von der Fernbedienung lassen und uns einfach noch ein paar Minuten Ihrer Aufmerksamkeit schenken. Denn in ein paar Sekunden geht's weiter bei uns.